Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrem Micknauf Daily. Heute zur Wochenmitte am Mittwoch. Ja, der DAX taucht heute erstmal ab. 1,4% geht es runter auf 13.674. Ja, überall rote Vorzeichen. Auch beim MDAX, TechDAX oder SDAX. Auch der Dow Jones in Amerika gestern leichter mit 0,8%. Ja, die Sorgen nehmen zu, dass vor allen Dingen die Mutation des Covid-19-Erregers tatsächlich zu weiteren Lock- und Shutdowns führen könnte, dass die Reisebeschränkungen vor allen Dingen verschärft werden könnten, Grenzkontrollen eingeführt und das alles natürlich auch den Warenverkehr natürlich dementsprechend behindert, respektive natürlich auch die Reisen natürlich von Handwerkern, von Menschen, die ins Ausland reisen müssen, um halt eben hier ihre Dienstleistung zu vollbringen, dementsprechend nicht mehr stattfinden könnte. Also soweit Ängste, Sorgen und Bedenken. Ja, vor allen Dingen, wenn wir mal in die Gastronomie, in die Hotellerie hineinschauen, ja, da rasselt es gerade massiv an Insolvenzanträgen von Hamburg her über Berlin bis nach Frankfurt, machen die großen Hotels zu. In Frankfurt der Hessische Hof, in Berlin das bekannte Sofitel oder in Hamburg am Flughafen das Nordport Plaza, alle mit Insolvenzanträgen unterwegs. Klar, dass dementsprechend der Dachverband Deutsche Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA natürlich lauthals Alarm schlägt. Ja, da hört man, dass in den Branchen teilweise 60.000 Euro Hilfe gezahlt werden bei einem Schaden von 32 Millionen Euro. Das passt natürlich alles hinten und vorne nicht zusammen. Und wenn wir uns die Umsätze mal anschauen, 2019 hatte man hier noch für Deutschland Hotelumsätze im Rahmen von 33 Milliarden Euro. 2020 war es dann mal gerade nur noch 20 Milliarden. Ja, die Zukunft ist halt eben ungewiss und da sagt man sich auch, dass man weniger Geschäft haben wird, weil halt eben weniger Dienstleistungen und Dienstfahrten natürlich der Einzelnen auf dem Plan stehen. Das Ganze kann man ja mittlerweile bequem und komod von zu Hause aus machen, per Zoom oder anderer Videostreaming-Kanäle und dass vor allen Dingen natürlich auch viele Veranstaltungen in Zukunft vielleicht virtuell gemacht werden, Messen virtuell gemacht werden und somit natürlich die Hotels auf leeren Kongresssälen sitzen. Das alles bedingt natürlich eine äußerst schlechte Stimmung in diesem Bereich. Ja, apropos schlechte Stimmung, die hat uns heute auch der GfK-Konsumklimaindex gebracht. Klar, bei den Verbrauchern, die sind natürlich auch dementsprechend verunsichert, ja, haben keine Möglichkeit, großartig shoppen zu gehen, Geld auszugeben, da die Geschäfte, der Einzelhandel ja eh geschlossen ist und zudem viele der Arbeitnehmer auch Ängste und Befürchtungen haben, dass es an ihren Job gehen könnte, dass sie arbeitslos werden könnten und dementsprechend natürlich ihr Geld zuerst einmal ganz klar auch zurückhalten. Ja, wenn wir da ein bisschen auf die Zahlen mal schauen, dann spiegelt das vielleicht auch wieder, was halt eben Starbucks, die große Kaffeelieferhauskette aus Amerika, hier an Zahlen zu vermelden hatte. Die war natürlich auch nicht rosig, all die, weil natürlich die Innenstädte nicht belebt sind. Da geht sich niemand Kaffee holen, muss den dann halt eben zur Not dann draußen vor dem Geschäft trinken, 50 Meter Entfernung, kann sich nirgendwo reinsetzen. Und wenn es dann draußen regnet oder schneit, wer will dann tatsächlich noch Starbucks-Kaffee haben? Ja, einziger Wermutstropfen, muss man sagen, das Geschäft mit Kaffee in China, das scheint zumindest relativ gut für Starbucks zu laufen. Ansonsten hatten wir noch Zahlen von Microsoft, die sind natürlich ganz klar Gewinner der Krise. Das Thema Homeoffice hat natürlich bedingt, dass viele Produkte von Microsoft fürs Homeoffice natürlich gebraucht werden und dass man die Daten, und das ist das aktuelle neue Kerngeschäft von Microsoft, dass die Daten natürlich in die Cloud geladen werden und damit verdient Microsoft aktuell richtig Geld. Ja, ein Trend, der sicherlich auch in der Zukunft weiter anhalten wird. Ja, dann hatten wir noch Nachrichten von Sanofi. Ja, Sanofi war ja selber daran, einen Impfstoff zu entwickeln. Da kam man aber de facto überhaupt nicht weiter. Und jetzt hat man gesagt, okay,
dann unterstützen wir jetzt BioNTech und Pfizer mit unseren Produktionshallen und werden deren Impfstoff dann bei uns fertigen lassen, damit wir halt eben tatsächlich endlich die gewünschten Impfdosen halt eben auch erreichen und durchaus dann produzieren können, damit halt eben so viele Menschen wie möglich geimpft werden. Ja. Einziger Lichtblick, und das eine totale Überraschung heute innerhalb des Marktes, das kleine Unternehmen GameStop, die halt eben in den einzelnen Läden sitzen, die halt eben dementsprechend Spiele verkaufen für die jungen Leute, die machen heute tatsächlich einen Kursgewinn von 167%. Die Aktie nach oben gelaufen auf jetzt 193 Euro. Also relativ ungewöhnlich, diese Kurssteigerung, diese Explosion an nur einem Tag. Aber das Geschäft scheint tatsächlich zu laufen. Klar, wenn die Menschen schon zu Hause bleiben müssen, ja immer nur Netflix schauen und immer nur putzen, kann man auch nicht. Da wird halt eben dann bei Zeiten auch schon mal gerne gezockt und halt eben Spiele gekauft. Ja, und davon kann GameStop ganz klar profitieren. Ja, ich habe es eingangs gesagt, der DAX bei 13.674, damit liegen wir noch relativ komod. Wir haben noch eine gute Unterstützung bei 13.500 Punkten. Die wird und sollte allerdings auch in den nächsten Tagen halten. Ja, es ist nach wie vor halt eben etwas volatil, es ist unruhig, aber das liegt natürlich auch ganz klar an den aktuell politischen Nachrichten. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bleiben Sie investiert, aber bleiben Sie auf jeden Fall wachsam.